Aaradam Grossmünster zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen muss man sich jetzt auseinandersetzen mit dem Wurstessen von Ulrich Zwing mit seinen Freunden, der eine Signalwirkung gegeben hat für den reformatorischen Prozess hier in der Stadt Zürich als Symbol für das, dass man die Freiheit vom Glauben, auch das Evangelium, auch gegen Kirche Struktur oder viele Lehrmeinungen muss in Anschlag bringen. Und das übersetzt die heutige Zeit in einer Stadt Zürich, die plural geworden ist, das finde ich hochspannend. Obwohl ich aus historischer Sicht sicher ein vehementer Befürworter für das Aufbrechen von diesen katholischen Fastenregeln gewesen wäre, vermisse ich heute eigentlich das Jahresritual, das eigentlich sehr, sehr gut in unsere landwirtschaftlich-kulinarische Geschichte und in den Jahresablauf hineinpasst, vermisse ich es auch wieder ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass wir das Ritual verloren haben, suchen wir ganz viele Ersatzritual. Ersatzritual, die eben im Veganismus, im Vegetarismus, Fruchtarier, Rohköstler, weiss ich was, hineingehen und dann ganz viele neue Fastenformen, die für mich ein Ersatz sind für die alte Fastenkult und Fastenritual, die wir früher noch hatten. Also für mich war es sehr spannend, um die historische Sicht des Wurstessen in Zürich zu hören und sehr viele Diskussionen über, wie man eine Provokation oder eine Fastenzeit könnte ich in dieser Zeit übertragen. Das finde ich ein spannender Ansatz. Mich interessiert halt vor allem der Blick, den die Bevölkerung auf das Wurstessen hatte, auf die Bedeutung, die sie hatte. Es ist ganz spannend gesehen, der Unterschied zwischen den einzelnen Konfessionen. Man mit der Priorinierin vom Kloster Pfarrer dabei, wo noch sehr katholische Sicht vielleicht, aber sehr, sehr undogmatische, pragmatische Sicht als Benediktinerin mit einem viel lockeren Umgang eigentlich mit den Fastenregeln, mit einem relativ breiten Verständnis, was kann Fasten sein. Und für mich ist das sehr faszinierend, die unterschiedlichen Geschichten zu erleben. Wie erlebt man jetzt 500 Jahre nach der Reformation eigentlich so ein Schlüsselmoment von der Reformation und wie interpretiert man das? Wir haben so etwas darüber geredet, dass wir auch, falls wir können, auch ein Zeichen setzen können. Damals war das Wurstessen eine Provokation. Und ja, dass wir, ich habe so reingebracht, Zürich fastet, so analog zu Zürich rennt. Und auch so bewusst, dass das Fasten auch eine religiöse Handlung ist. Also es gehört so weit zum auch bewusst leben. Religion hat ja auch etwas zu tun, so Bewusstsein. Dass eigentlich gerade so ein Verzicht, dass wir Fasten auch ein Zeichen, ein Signal sein für die heutige Zeit. Bei uns, wo man ja eigentlich so jeder Zeit alles hat und alles kann. Das Fasten als Symbol für das Verzichten zugunsten des Zusammenlebens der Gesellschaft, zugunsten von mir, nicht nur von meiner Gesundheit, sondern von meinem Wohlbefinden, vom bewussten Leben, das ist sehr entscheidend. Und das ist interkonfessionell, interreligiös und das gilt es nach wie vor einzuüben.